Also ich bin Jonathan, ich spiele Trompete. Ich bin Viktor, ich singe. Ich bin Max, ich spiele Schlagzeug. Ich bin Flo und ich spiele Saxophon. Und wir sind Sechskornbrot! Also wir freuen uns wahnsinnig. Erstens, weil es einfach schön geklappt hat heute. Jo. Weil es schön geklappt hat mit der ganzen Kooperation mit Kurtmucke und uns, weil wir sowieso vorhatten, 2011 ein Abschlusskonzert zu feiern. Und es kam uns sehr gelegen, dass wir im Prinzip das Angebot hatten, mit Kurtmucke hier im Jahr zu spielen und sind jetzt relativ aufgeregt. Ja, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, das letzte Mal zu spielen und vor allem in so einem Club, in dem wir bis vorher noch nie gespielt haben, vor unseren besten Leuten. Also auf jeden Fall cool, im Jahr und so muss man schon mal gespielt haben. Nun hat sich aber alles anders entwickelt, wir lösen uns nicht auf. Wir machen eine kleine Pause und zwar bis so Ostern nächsten Jahres ungefähr. Das heißt, wir werden bis dahin überhaupt nicht mehr spielen und uns in unseren Keller verkriechen. Unser Bassist Julius ist gerade in Südamerika. Für diese Zeit. Und dann geht es auf jeden Fall 2012 mit einem dicken Comeback wieder los. Und in der ganzen Zeit wollen wir natürlich nichts machen, sondern haben im Prinzip vor, uns nochmal komplett von der Musik zu lösen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und komplett im Prinzip nochmal ein neues Live-Set auf die Beine zu stellen mit dementsprechender CD. Wie gesagt, wir werden uns erstmal zurückziehen, auf jeden Fall keine Auftritte spielen, dass wir uns richtig darauf konzentrieren können, Musik zu machen und was Neues zu produzieren, was Neues auszuprobieren. Und man wird vielleicht ein paar Videos von uns sehen. Also wir werden uns nicht komplett abmelden, so ist es gedacht. Ja, also um diese Gerüchte halt zu entkräften, nein, wir lösen uns nicht auf. Und was organisatorisch auf jeden Fall noch zu sagen ist, dass wir eigentlich planen, auch vor allem Sommer nächsten Jahres auch mehr Festivals zu bespielen als jetzt und auch mehr aus Berlin rauszukommen, weil wir in Berlin halt meinetwegen schon unsere Fanbase haben, aber einfach gemerkt haben, dass wir mal um die ganzen umliegenden Städte fahren müssen, gerade Hamburg, Dresden ist eine wahnsinnig fette Reggae-Szene zum Teil auch am Start. Die wollen wir auf jeden Fall auch bespielen, so das ist auch meiner Meinung nach auch unser Plan. Ja, wir haben heute krasserweise einen VJ am Start. Das ist. Es ging halt darum, dass unser Lichtmann Schwierigkeiten hatte, mit dem ganz normalen Licht irgendwie Emotionen und so von den Songs irgendwie rüberzubringen. Und der hat sich jetzt überlegt, dass er VJ-mäßig da was macht und auf die Leinwand wirft. Und wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Und um das einfach mal ein bisschen von dieser Textebene auch abzuführen, nicht nur im Prinzip die Zuhörerebene zu erreichen, sondern auch wirklich die visuelle, hat er sich halt da wirklich hingesetzt, weil er auch diesen Anspruch hatte, das noch besser rüberkommen zu lassen, auch vom Visuellen, dass er sich da wirklich hingesetzt hat und zu mehreren Songs halt ein komplettes Storyboard geschrieben hat. Und also ich sag mal, der Soundcheck war schon mal super. Ich denke, das hat man auch gesehen, es hat uns super viel Spaß gemacht. Im Prinzip haben wir auch unseren eigenen Soundtechniker zum ersten Mal dabei und war schon ein super Feeling vorhin. Also ich schätze mal, aus der Hinsicht kann nichts mehr schief gehen. Und ich denke mal, sich einfach Party machen. Also einfach nochmal genießen, nochmal dickes Konzert spielen zu können und dann erstmal zu pausieren. Ich denke, Kult ist auch einfach mal seinen Stiefel durchzuziehen und drauf zu scheißen, was andere dazu sagen. Also einfach kulten. Kult ist für mich eher eine Einstellung, sag mal, das Leben auch ein bisschen künstlerischer zu betrachten und einfach auch den Blick für gewisse Dinge zu schärfen. Kult ist einfach Kultmucke. Über ihren kleinen Scheißtag. Stopp, ich fang auch schon damit an. Doch der Tag ist dein Freund und ich weiß, dass er kann. Reiß dich zusammen, schieb die Wolken nach Norden. Rede nicht, mach was gegen die Sonne. Denn hierzulande ist Manfred Mustermann ein Grießkram. Und weil ich in der S-Bahn grinse und sie mich schief an. Selbst wenn die Sonne scheint, sieht es nach 7 Tagen aus. Und wenn sie reden, dreschen sie nur ihre Phrasen aus. Doch der Mensch stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Lösche das Licht und aus Riesen werden Zwerge. Auch der Herbst hat ein Hauch von Frühling. Say,
weiter und schlage die Zeit tot. Ich höre dir nicht zu, denn gute Laune ist mein Beiboot. Ich verzieh mich, wenn die dunklen Wolken aufziehen. Diskutieren ist wie kräftemessendes Tauziehen. Verschwendete Zeit, in der man so viel schaffen kann. Lass die miese Peter stecken und komm ins Schlaraffenland. Anstatt zu diskutieren, wo denn jetzt der Konsens ist, bewahre ich mein Grinsen und wähle den Kompromiss. Aus den ganzen Fusseln, die beim Reden an euren Mündern kleben, könnte man schon lange nen Teppich über den Atlantik weben. Redet und diskutiert und hört euch die gleichen Phrasen an. Ich hab keine Zeit, bin jung und ständig voller Tatendrang. Denn der Mensch stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshegel. Lösche das Licht und aus Riesen werden Zwerge. Auch der Herbst hat ein Hauch. Von links nach rechts, aha, aha. Seh, seh. Oh yeah. Denn der Mensch stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Lösche das Licht und aus Riesen werden Zwerge. Auch der Herbst hat ein Haus. Guten Abend! Boom! Wo-oh-oh! 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 Was tausend Worte nicht beschreiben kann, ein kleines Lied dir zeigen. Erinnerungen sich speichern, um die Tränen nicht erleichtern. Zum Lachen dich verfühlen, lässt dich die Realität spüren. Schenk die Jugend, wenn du alt bist, schenk dir Wärme, wenn du kalt bist. Yo! Oder lieber tanzen will, sie ist die Vielfalt in Person. Über tausend Jahre schon und jedes Herz auf dieser Welt ist Sprengel der Musik erhält. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Wenn ihr auch so denkt, ja dann lasst mal hören. Heute singen wir zusammen, lassen uns nicht stören, lassen uns verführen, lauschen der Musik, denn sie ist der Grund, warum es uns alle geht. Wenn ihr auch so denkt, ja dann lasst mal hören. Heute singen wir zusammen, lassen uns nicht stören, lassen uns verführen, lauschen der Musik, denn sie ist der Grund, warum es das Jahr gibt. Ja. Oder Seiten, ob mit Trommeln oder Geigen, Reggae, Dance oder Pop, Heavy Metal oder Rock. Traurig, lieblich und politisch, lustig, friedlich, aber kritisch. Die Geschmäcker unterschiedlich, Melodie und Beat. Ich lieb dich und verehre dich und vermehre dich und singe dich laut. Egal, ob einer Drogen nimmt oder gerade einen baut. Völlig besoffen, Rausch der Ekstase. Ich liebe dich und singe jede Phrase. Wenn ihr auch so denkt, ja dann lasst mal hören. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Großmutter im Altenheim und Mami bei der Arbeit, Papi im Büro, allein besoffene zur Barzeit. In allen Lebenslagen, auf allen Lebenswegen, kommt dir die Musik auf, direkt im Wickelkick. Jan, Micha, Max, Bruno,
Papo, Joni, Reto, Julius, Victor, Felix, Aaron, Che, Jan, Crowd, Berlin, 6KW. Wenn ihr auch so denkt, ja dann lasst mal hören. Heute singen wir zusammen, lassen uns nicht hören. Lassen uns verführen, lauschen der Musik. Jump, 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 jump. Wenn ihr auch so denkt, ja dann lasst mal hören. Heute singen wir zusammen, lassen uns nicht stören. Lassen uns verführen, lauschen der Musik. Denn sie ist der Grund, warum es uns alle gibt. Ja. Dankeschön.